Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Part von Let's Play Assassin's Creed Revelations von mir, Mr. Freizeitzocker oder aus Kanki. Und ich muss euch ein kleines Eingeständnis machen. Ich habe mördermäßige Kacke gebaut. Und zwar habe ich circa eine Stunde schon aufgenommen, was man auch ganz gut hier dran sehen kann. Ich habe nämlich schon eine Sitzung. Und die habe ich eine Stunde und 20 Minuten gespielt. Und leider kann ich die jetzt löschen. Aus dem einfachen Grund, ich habe vergessen, meine scheiß Stimme mit aufzunehmen. Ich dachte, mein Panax, also das Programm, womit ich meine Stimme aufnehme, läuft nebenbei mit. Nein, tat es nicht. Das heißt, ich habe meine Stimme nicht mit aufgenommen, habe jetzt eine Stunde gespielt und ihr könnt mich nicht hören. Das heißt, ich muss den ganzen Käse nochmal aufnehmen. Das heißt, dass die erste Stunde leider nicht blind ist. Ich werde aber nichtsdestotrotz trotzdem noch blind oben in den Titel schreiben, weil ich mir einfach zu faul bin, um jetzt für jeden Titel, also für jeden Part, einen einzelnen Titel zu machen. Ich bin still. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair. Ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay. Ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. So, da bin ich auch schon. Ja, wie gesagt, ich habe das alles schon gespielt, kenne das auch alle schon. Nein! Und ich habe schon beim ersten Mal gesagt, ich finde Ezios Gesicht ist irgendwie, Desmonds Gesicht ist irgendwie hässlicher geworden, würde ich schon fast sagen. Hallo? So, ich weiß zum Beispiel auch, wo wir hier sind und wer gleich kommt, aber das, ich lasse einmal das Spiel es erklären. Ignorier mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Gott verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Nicht so einfach. Wir können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Lass uns reden. So, ich mach noch gleich mal eben einen kurzen Schnitt. Komm einfach nur.
um zu gucken, ob es mit der Aufnahme klappt, weil ich habe, um ehrlich zu sein, keine Lust, dass es wieder nicht klappt. Bis gleich. So, alles klar. Also von der Stimme her sollte das einigermaßen passen, habe ich mitgekriegt. Und ich nehme es übrigens auch gerade wieder, ich nehme meine Stimme wieder mit Fraps gleichzeitig auf. Einfach weil ich keine Lust habe, dass ich wieder vergesse, meine Stimme aufzunehmen. Da ist mir gerade zu riskant. Deswegen, es könnte sein, dass eventuell nach einer Stunde oder so circa eine halbe Sekunde Asynchronität entsteht. Wenn das so ist, dann schreibt mir das am besten in die Kommentare, weil dann werde ich irgendwie eine andere Lösung suchen müssen. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulationen. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch, Moment. Ein Sync-Knoten? Also. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Alles klar. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Du hast sie umgebracht, mein Lieber. Aber okay, ich möchte das im Echtzeit so schnell wie möglich hinter uns bringen. Also springen wir gleich mal rein in den Ausgang und versuchen, unsere Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Ich höre irgendeine Rüstung oder so im Hintergrund. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akkon. Sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Autsch. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach,
Ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Das sieht nicht gut aus. Ich rede übrigens um... mir etwas zustoßen, Claudia. Fuck. Sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen. Zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Ich rede übrigens so ein bisschen in Zwischensequenzen, damit Ubisoft nicht meint, das sperren zu müssen, weil ich nichts sage, wisst ihr? Also, deswegen mache ich das Ganze hier. Also nicht böse sein, wenn ich so ein bisschen zwischen den Zwischensequenzen ein bisschen was sage. Ich versuche es auch so unauffällig wie möglich zu machen. Assassin's Creed Revelations. So, und wir müssen jetzt, glaube ich, dem Geist von Altair folgen. Aber der ist jetzt schon hinter mir. Einfach weil ich den Weg schon weiß. Leider Gottes. Aber man kann sich hier noch denken, der Weg ist ziemlich einfach. Du kannst nicht fliehen. Seht ihr? Ein Gegner, dann müssen wir hier hoch. Also der Weg ist wirklich ziemlich einfach. Ich weiß gar nicht, ich habe vorhin so viel gesagt und ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich habe schon gesagt, wisst ihr? Jetzt kriegen wir erstmal schön unsere beiden Klingen wieder. Oder nein, nur eine Klinge, die andere ist leider putt gegangen. Die ist leider im Arsch, sag ich mal, auf gut Deutsch. Das Schwert habe ich hier witzigerweise in der ganzen Stunde noch nicht einmal benutzt. Ich habe nur mit den Messern gekämpft. Hallöchen. Haltet ihn auf! Sofort! Ah, hör auf mich. Die wollen dann immer festhalten, ist mir so aufgefallen. Also das machen die hier sehr viel öfter als in Dings. In Brotherhood. Dass die einen wirklich ziemlich oft festhalten wollen. So, also wir wollen jetzt erstmal diesen komischen Kerl da umbringen, der uns erhängen wollte. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist, um ehrlich zu sein. Das scheint einfach nur so ein Templer-Anführer zu sein. Also einer, so ein höherer Templer, sag ich mal. Und ja, also wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr so weit gespielt. Ich habe jetzt das hier geschafft und bin dann schon in der neuen Stadt angekommen. Aber ich sag jetzt mal noch nicht, welche es ist, weil das wäre ein bisschen gespoilert. Ich habe auch gerade irgendwie voll die Erkältung. Fragt mich nicht warum. Passt aber ganz gut zu dem Wetter gerade im Spiel. Ah, komm hoch. Und hopp, und hopp. So, und jetzt? Ach, okay. Seht ihr, ich weiß den Weg jetzt schon nicht mehr. Eben gerade noch gespielt und schon vergessen. Noch weiter höher? Noch weiter höher. Alles klar. Hey. Ach komm. Was ist jetzt los? Ach so, oh nee. Das heißt, ich muss ja hier hoch. Na toll. Aber okay. Ach ja. Hopp. Und Schlitz! Weg ist er. Ja, geh du mal vor, bitte. Danke. Hi. Ich bin so böse.
Oh, oh, nicht gut. Oh, ich wäre fast weggesprungen. Oh, und hab. So. Ja, Alter, ihr, geh du mal hier in deinen komischen Adler rein. Ach, bist du schon? Okay. Das fand ich extrem wagemutig. Also, hättet ihr erkannt, dass das da unten irgendwie so eine Art Teich sein soll? Also ich nicht. Guckt euch das mal an, Alter. Das hätte ich mich nie getraut. Alter Schwede. Ja, ja, komm, was willst du? So. Gut, dann kommt jetzt auch unser erster, ich würde sagen, Schleichmission, würde ich schon fast sagen. Was? Die haben mich letztes Mal nicht gesehen. Das ist ja Betrug. Na egal, komm. Hä? Ich sehe ihn. Los, los! Hä? Springst du da jetzt bitte mal runter und tötest ihn? Ich fühle mich verarscht. Das gibt's gar nicht. Es hat vorhin so schön geklappt. Ich habe mich richtig pro-mäßig gefühlt, ne? Und jetzt kommt sowas. Oh Mann. Na komm. Ich bin jetzt schon wieder voll demotiviert. Alter. Schweinehund. Komm, greif jetzt an. Alter. Ich fühle mich so verarscht gerade. Ist mir jetzt so egal. Das war eben so geil, ne? Und jetzt kommt so eine Kacke raus. Verschont mich, bitte. Ich bin egal. Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Er sagt das so ihr geil. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Genau ein Hauptmann war das, der uns gerade töten wollte. Ah. So, ich hoffe mal, der Kampf, die nächsten Kämpfe... Mein Hund war das. Die nächsten Kämpfe laufen jetzt besser, also... ich weiß auch nicht, also... In der ersten Aufnahme hat es echt super geklappt, das müsst ihr mir glauben. Okay. Du läufst ziemlich doof, du komischer Buddler da. Ich finde das so geil, wie er es gesagt hat. Hauptsächlich graben. Graben. Buddeln. Okay, ich würde mich ganz gern echt am Ohr kratzen, aber... Headset. So, wo war man hier? Ach ja, wartet mal. Mir fällt gerade mal so auf, das habe ich vorhin gar nicht geguckt. Hier war doch früher immer Dings, oder? Der... Genau, hier ist Alter Ir. Und da ist er damals rausgesprungen. Ob ich das auch machen kann? Nö, ich kann das nicht. Warum nicht? So. Nö. Schade, geht echt nicht. Egal. Aber ich kann hier so viel machen. Seht mal.